und stell dich hin. Stell dich hin und gib Ruhe. Komm, ich will dich analysieren. Okay, für den gibt es auf jeden Fall eine Belohnung. Scanner-Entfernungsanzeige. Links oben im Scanner werden deine aktuelle Position, die Anzahl der Beweismittel im Bereich und deine Entfernung. Okay, gut, das heißt, ich habe noch keine Beweismittel. Das heißt, ich nehme den jetzt fest. Polizei, halt! Was vibriert denn da die ganze Zeit? Oh ja, was haben wir denn da? Hab ich da gerade richtig geguckt, dass da eine Schrotflinte drunter liegt? Was? Ja, da liegt tatsächlich eine Schrotflinte, aber wie? In Herr Teufels Namen komme ich da ran? Ich will die Schrotflinte haben. Schwupps. Objekt markiert. Was? Achso, ja gut, da waren wir ja schon dran. Ich bin gerade voll geflasht. Wo ist der Typ? Was? Willst du das melden? Was ist denn mit ihm? Wo war denn auf einmal der Typ denn? Wir müssen zuerst Nails finden. Er ist ambitionierter als ich dachte. Typisches. So, okay, gut. Weißt du, was mich am Drogen... Ja, hallo, böse Wörter sagt man nicht. Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dorst das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir machen es inoffiziell. Aber das ist eine Anlegestelle. Inoffiziell. Ist für mich okay. Retten Leben. Ich sicher hin. Warum klingst du denn so skeptisch? So, da hinten müssen wir untersuchen. Warum bleibst du denn hinaus? Oh. Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. So. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Gott, oh Gott. Sehr gut. Die spiele ich am Oha. Das sieht nach einem riesigen... Ja. Was auch immer aus. Haha. Ich habe Vollgas draufgeheizt und es hat trotzdem funktioniert. Na denn? So. Einsatzziel abgeschlossen. Sägewerk untersuchen. Wasserturm aus Luftbiografie. Scan erstmal, bevor wir. Hast du einen Schraubenschlüssel? Na, wie sieht's aus? Scanne mal nach Alarmanlagen. Alarmanlagen und Verstärkung. Rufen Verstärkung herbei. Okay, das heißt, ich brauche Alarmanlagen. So, da müssen wir natürlich jetzt erstmal wissen, wo Alarmanlagen sind. Okay. Das heißt, wir klettern jetzt mal hier hoch und scannen das dann mal ab. Markierungsobjekt markiert. Außerdem hat Nels ja dieses Mietum nicht hopp. Der Alarm lockt sie an, aber nicht, wenn du ihn deaktivierst. Okay, wie deaktiviere ich ihn? Oh Gott. Sie können leise sein oder laut. Mach einfach. Ja. Da sind eine Menge Typen. Okay, das war schon mal nicht so schlau. Ah, verdammt. Okay. Oh Gott. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Oh Gott. Das war richtig schön dämlich. Oh Mann, ey.
So, das heißt, ich muss die jetzt irgendwie lahmlegen. Wie lege ich die lahm? Bis Samstag brauchen wir mindestens noch ein Boot. Aber dafür braucht. Wie schalte ich die aus? Okay. Ah. Das muss ich kaputt machen. Irgendwann kriegen. Und wenn nur wegen Steuern. Schau dir. Okay, das muss ich kaputt machen, alles klar. Ja, dann machen wir das jetzt mal richtig intelligent. Kann man den irgendwie anlocken oder so? Was macht sie denn jetzt? Einen Moment mal. Er ist da, er ist da. Das wird gut überlegt sein. Halt! Hey, was soll das? So, hat das jetzt geklappt? War ich ruhig? Ich hoffe es doch. Ich hoffe mal, dass ich ruhig war. Okay, das hat schon mal funktioniert. Das ist der nächste. Bleib, wo du bist! Ja, ja. So, dann haben wir nämlich erstmal den. Zack, überwältigt. Dann. So, ganz ruhig. Haben wir uns den. Zack, das heißt, der überlaucht uns. Okay, so, da hinten stehen zwei. Deaktiviert. Halt! Keine Bewegung! Alles. So, okay, gut, der hat mich nicht bemerkt. Aber warum hat er mich nicht bemerkt? Okay, gut, das ist wieder halt. Relativ. MPD! Okay, okay! So. Ihn haben wir auch. So, das ist schon mal gut. Scanner öffnen. So, was kann man denn hier so Schönes untersuchen? Analysieren. Beweismaterial gefunden. Okay. Verschmutztes Boot. Beweis ansehen. Verschmutztes Boot. An der Unterseite des Bootes wurden Spuren von Tartrazin und 2,5 Diaminotulol gefunden. Beide Stoffe werden in verschiedenen Farbstoffen verwendet. Von diesem Boot wurden diese Farbstoffe ins Wasser gekippt. Nels hat alles für ein paar gestellte Fotos vorbereitet. Audio abspielen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Du hast recht. Das Boot befand sich im Wasser mit Chemikalien. Alles klar. Alles klar. So, pass auf. Das machen wir jetzt ganz intelligent mit dem. Wir haben ja unseren kleinen Taser. Shoppen! Schwere Not! So, dann scannen wir hier mal alles ab, wa? So, dann gucken wir jetzt erstmal. Tap, tap. Ah, da haben wir was gefunden. Analysieren. Okay, Beweismaterial gefunden. Beweis. Wasseranalysegerät. Vor 2010 entnommene Proben deuten auf sinkende Giftwerte hin. Seit 2010 entnommene Proben weisen Giftwerte unterhalb des Grenzwertes auf. Es gab also eine Art Chemieunfall, aber seit mehr als vor einem Jahr liegt hier keine Gefahr mehr vor. Aber wir abspielen. Grundstückskorruption in Florida. Das ist sowas aber auch. So, wir gucken weiter. Oh, Objekt markiert. Analysieren. I went to the bus stop yesterday. Nick. Oh, oh. Oh Gott, das war aus Versehen. Entschuldigung.
Lol. Spielfehler. Ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Also Ziel abgeschlossen. Sägewerk untersuchen. Abgeschlossen. So, okay, gut. Zum Airboot zurückkehren. Alles klar, jetzt müssen wir ja wieder zu dem anderen, ne? Was für ein Umschlag? Was? Wir müssen noch woanders nachsehen. Was für ein Umschlag? Zurück zum Boot. Hä? Ich weiß gerade absolut nicht, was sie mit Umschlag meint. Ich habe hier gar keinen Umschlag in der Hand gehabt oder so. Ah, was ist denn los mit dir? So, klettern wir mal ganz stylisch über die Bäume. Und zack. Einsatzziel abgeschlossen. 500 Punkte. Ey, wir sind gleich Level 6. Jawohl, das ist gut. Im Moment geht es darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Die Kartelle haben ihre eigenen Fabrikswege. Das hier ist jemand anders. Also, was warst du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent. Wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. War richtig schlecht. Lol, ein Drogenboss, der einen Film dreht und der sogar noch gut ist. Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber Sachen gibt's ja gewöhnlich, ne? Die gibt's gar nicht. So, warte mal. Das vibriert die ganze Zeit. Das heißt, irgendwie, ich könnte anscheinend überall noch ein bisschen nachforschen. Aber wir konzentrieren uns erstmal darauf und dann hey Kai, können wir uns gerne noch ein bisschen auf den Inseln umsehen. Was denn? Das mit dir und Tyson. Frag mal. Oh, das. Tja, hin und wieder hat man als Frau halt ein Date. Du bist mit Tyson ausgegangen? Ich habe ihn auf einer Party getroffen. Dann hatten wir ein Date. Hey, zwei richtige Dates. Warte, du hast einen Kokain-Dealer gedatet. Kokain-Broker. Wann wusstest du, dass du ein Kopf bist? Als ich herausfand, dass er ein Kokain-Broker war. Ob du es glaubst oder nicht, er hat ein gutes Herz. Ja, haben sie das nicht alle. Wer ist das? Keine Ahnung. Sehen wir uns das bei der Windhöhle mal von oben an. Paya, was ist Tamayemi, Alter? Was ist denn da los? Stimmt der nicht mit dem? Was, wo? Lauf doch nicht einfach weg, doofe Kuh. Bleib auf Distanz, bis du die Gegend gescannt hast. Ja, ist ja gut. Ich versuche hier mal irgendwie mitzukommen. Ah, warte mal. Ich hab ja. Hehe. Ich habe ja das, ne? Ach, oder habe ich das gar nicht mehr? Nein, ich brauche den Enterhaken. Habe ich den noch auf dem Boot? Ich hoffe es. Ich brauche den Enterhaken, Seilrutsche, Kletterhaken. Genau den brauche ich jetzt. Okay, warum kann ich den nicht benutzen? Warum geht das nicht? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier irgendwie gut oder schlecht ist. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Klettern jetzt hier hoch und scannen erstmal das Gelände. So, was haben wir denn hier? Alles klar, markiert. Das Treffen ist zu Ende und jetzt ziehen sie los. Thomas Bell. Okay.
das nur die paar sind, dann ist das auf jeden Fall nicht sonderlich schwer.